Es war einmal ein altes Ehepaar, das lebte in einem kleinen Häuschen am Waldrand. Sie lebten ein glückliches und friedliches Leben. Alles, was ihnen zu ihrem Glück fehlte, war ein Kind. Eines Tages, als die Frau in der Küche Kuchenteig knetete, kam ihr Mann herein. Was backst du denn Schönes, mein Schatz? Oh, ich dachte, ich backe einen Lebkuchen, Mann. Die alte Dame knetete den Teig durch und schnitt die Form eines Lebkuchenmanns aus. Sie schob ihn in den Ofen, setzte sich an den Küchentisch und wartete, bis er fertig gebacken war. Als sie den köstlichen Geruch des fertigen Lebkuchens in der Luft riechen konnte, zog sie ihre Ofenhandschuhe an und holte den Lebkuchenmann heraus. Jetzt war es Zeit, ihn zu dekorieren. Sie gab ihm Augen aus Rosinen und ein Bonbon als Nase. Dann malte sie mit Zuckerguss sein Haar und seine Kleider auf. Schließlich bekam er noch Knöpfe aus Kirschen. Sie sah sich ihr Meisterwerk an und sagte: Mein Lebkuchenmann ist so schön, aber ich habe das Gefühl, dass noch etwas fehlt. Die alte Dame sah ihn erneut an und... Ah, sein Mund! Ich habe vergessen, ihm einen Mund zu geben. Mit mehr Zuckerguss malte sie dem Lebkuchenmann einen roten Mund. Oh ja, jetzt bist du ein vollständiger Lebkuchenmann. Und plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Vielen Dank! Aber wie kann das sein? Du sprichst! Der Lebkuchenmann stand plötzlich auf und begann davonzulaufen. Ja, und ich kann auch laufen. Der Lebkuchenmann sprang vom Tisch auf den Stuhl und dann auf den Boden und begann auf die Küchentür in den Garten zuzurennen. Komm zurück! Komm zurück! Rief die alte Dame. Der Lebkuchenmann rief ihr zu, während er davon lief. Ja, lauf so schnell du kannst. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Die alte Dame lief in den Garten und begann hinter dem Lebkuchenmann herzurennen. Der alte Mann sah aus dem Fenster und sah seine Frau rennen. Er rief: Wo läufst du denn hin? Die alte Frau rief ihrem Mann zu: Mein Lebkuchenmann läuft davon. Ich versuche ihn zu fangen. Der alte Mann war sprachlos. Die alte Frau lief so schnell sie konnte, aber der Lebkuchenmann war zu schnell für sie und sie konnte ihn einfach nicht einholen. Nach kurzer Zeit kam der Lebkuchenmann zu einem Bauernhof. Eine Kuh bemerkte ihn. Ich sollte ihn einfangen und verzehren. Die Kuh begann auch dem Lebkuchenmann hinterher zu rennen. Lauf doch nicht weg! Ich will dich essen! Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau versucht auch mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Die alte Frau und die Kuh liefen nun gemeinsam dem Lebkuchenmann hinterher. Und nun wurde auch ein Schwein auf sie aufmerksam. Ein Lebkuchenmann, genau nach meinem Geschmack. Bleib doch mal stehen. Der Lebkuchenmann rief dem Schwein über seine Schulter zu. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau und eine Kuh versuchen auch mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Und als sie weiterliefen, der Lebkuchenmann voran und die Frau, die Kuh und das Schwein hinterher, bemerkte ein Huhn, das nach Essen suchte, den Lebkuchenmann. Das wird mein Mittagessen. Also lief auch das Huhn los. Lauf so schnell du willst, Lebkuchenmann. Ich fange dich schon. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau, eine Kuh und ein Schwein konnten mich nicht fangen. Und du auch nicht. Niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Und sie alle liefen und liefen. Der Lebkuchenmann, die alte Frau, die Kuh, das Schwein und das Huhn. Aber der Lebkuchenmann lief immer schneller und sein Abstand zu den anderen wurde immer größer. Der Lebkuchenmann freute sich sehr und war sehr stolz auf sich. Ich bin der schlauste und schnellste Lebkuchenmann auf der Welt. Ja, das bin ich. Niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann.
Als er in die Ferne blickte, sah er, dass er bald an einen Fluss kommen würde. Er blieb stehen, denn er wusste, dass er im Wasser zerfallen würde. Oh, oh, was nun? Die alte Dame, die Kuh, das Schwein und das Huhn kamen immer näher. In diesem Moment erschien ein schlauer Fuchs hinter einem Baum. Ich kann schwimmen. Wenn du willst, helfe ich dir. Der Lebkuchenmann dachte nach. Was, wenn du mich aufisst? Hab keine Angst. Ich will dich nicht fressen. Ich will dir nur helfen. Der Lebkuchenmann vertraute dem Fuchs und sprang auf seinen Schwanz. Er hielt sich so fest er konnte. Der Fuchs sprang in den Fluss und begann zu schwimmen. Zur gleichen Zeit kamen die Frau, die Kuh, das Schwein und das Huhn am Fluss an und sahen den Lebkuchenmann auf dem Fuchs davonschwimmen. Sie wussten, dass sie ihn nun nicht mehr einfangen konnten. Der Fluss wurde tiefer und das Wasser stieg immer mehr an. Hey, Fuchs, halt deinen Schwanz hoch. Ich werde fast nass. Spring auf meinen Rücken, das ist sicherer. Der Lebkuchenmann sprang auf den Rücken des Fuchses. Sie schwammen ein Stück, aber als das Wasser tiefer wurde, sank auch der Rücken des Fuchses weiter ins Wasser. Ich fürchte, so wirst du nass. Spring doch auf meinen Kopf, wo du weiter vom Wasser weg bist. Der Lebkuchenmann kletterte auf seinen Kopf. Der Fuchs fuhr mit seinem Plan fort und tauchte auch seinen Kopf ins Wasser. Das Wasser steigt immer weiter. Spring auf meine Nase, die ist am höchsten. Also sprang der Lebkuchenmann auf seine Nase. Gerade als sie fast am anderen Ufer angekommen waren, warf der Fuchs den Lebkuchenmann hoch in die Luft und öffnete sein Maul. Der Lebkuchenmann würde in seinen Mund fallen und der Fuchs würde ihn auffressen. Aber der Plan ging nicht auf. Als der Lebkuchenmann in der Luft war, flog eine Krähe vorbei und fing den Lebkuchenmann mit ihrem Schnabel. Der Fuchs blieb zurück und schaute verdutzt. Als sie etwas weiter geflogen waren, fragte der Lebkuchenmann: Essen Krähen Lebkuchen? Ja. Als die Krähe ihren Schnabel öffnete, um zu sprechen, fiel der Lebkuchenmann heraus und er lief wieder so schnell er konnte davon. Ja, lauf so schnell du kannst. Eine alte Frau, eine Kuh, ein Schwein und ein Huhn haben versucht, mich zu fangen. Aber niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Der Lebkuchenmann rannte immer weiter und blieb niemals stehen. Wenn du also jemals einen Lebkuchenmann vorbeirennen siehst, versuche nicht, ihn zu fangen. Denn er ist der Lebkuchenmann und niemand kann ihn fangen. Es waren einmal drei kleine Schweine, die mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus lebten. Es war für sie die Zeit gekommen, auszuziehen und alleine zu leben. Die Mutter rief ihre drei Kinder zu sich. Meine lieben Kinder, die Zeit ist für euch gekommen, in die Welt hinauszuziehen. Geht und startet euer neues Leben. Aber was auch immer ihr tut, vergesst niemals, immer euer Bestes zu geben. Das ist der einzige und der beste Weg zu überleben. Etwas traurig, aber auch sehr aufgeregt verabschiedeten sich die drei kleinen Schweine von ihrer Mutter. Und sie machten sich auf den Weg. Nach einer Weile fanden sie ein Stück Land, auf dem sie ihre eigenen Häuser bauen konnten. Das jüngste Schweinchen nahm sich vor, sein Haus aus Stroh zu bauen. Er dachte sich, dies sei der schnellste und einfachste Weg, ein neues Haus zu erbauen. So würde er später viel Zeit zum Spielen haben. Das jüngste Schweinchen baute sein Haus innerhalb von nur einem Tag. Er rief seinen Brüdern zu: Hey Leute, ich bin schon fertig! Das ältere Schweinchen schaute sich das Haus an. Aber das Haus sieht überhaupt gar nicht stabil aus. Wie soll uns das denn vor dem Wolf beschützen? Das jüngste Schweinchen scherte sich gar nicht darum. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Okay, aber sag nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Das mittlere Schweinchen beschloss, sein Haus aus Holz zu bauen. Aus Holz, das er im Wald sammelte, baute er sich eine kleine Hütte.
Es dauerte 3 Tage, bis das Haus fertig war. Und dieses Haus war etwas stabiler als das aus Stroh. Das älteste Schweinchen kam rüber zu ihm. Mein Bruder, das hast du toll gemacht. Aber das sieht immer noch nicht sehr sicher aus. Soll das Haus uns wirklich vor dem Wolf beschützen? Das mittlere Schweinchen antwortete. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Okay, sag mir nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Während die 2 jüngsten Schweinchen sich in ihren neuen Häusern entspannten, arbeitete das älteste Schweinchen ohne Rast. Er baute ein Haus aus Steinen und Zement. Die anderen Schweinchen dachten, der ganze Aufwand wäre übertrieben. Sie verbrachten ihre Zeit damit zu spielen und Spaß zu haben. Warum machst du dir so viel Mühe, wenn du so schnell wie wir hättest sein können? Der ist viel zu ängstlich. Das älteste Schweinchen hörte ihnen gar nicht zu. Er arbeitete für eine ganze Woche und schließlich war sein Haus aus Steinen und Zement fertig. Am nächsten Tag kam ein hungriger Wolf vorbei. Er blieb vor dem Haus aus Stroh stehen. Das kleine Schweinchen schlief in seinem Haus aus Stroh. Der Wolf klopfte an der Tür. Mach die Tür auf und lass mich rein. Sonst puste ich dein Haus weg. Du kannst mir gar nichts antun. Mein Haus ist stabil genug. Also holte der Wolf tief Luft und pustete das Haus aus Stroh weg. In letzter Sekunde konnte das kleine Schweinchen fliehen. Und er rannte herüber zum Haus seines Bruders, das aus Holz gemacht war. Er klopfte an die Tür. Und als das mittlere Schweinchen die Tür öffnete, rannte das kleinste Schweinchen so schnell es konnte hinein. Mach schnell die Tür zu, der Wolf ist hinter mir her. Keine Sorge, in meinem Haus kann er uns nichts tun. Nach kurzer Zeit kam der Wolf zum Haus des zweiten Schweinchens. Er rief mit seiner lauten Stimme, mach die Tür auf und lass mich rein, sonst puste ich dein Haus weg. Du kannst mein Haus nicht wegpusten. Also holte der Wolf noch tiefer Luft als zuvor und pustete das Haus aus Holz weg. Beide Schweinchen rannten zum Haus ihres großen Bruders und konnten dem Wolf nur um ein Haar entkommen. Bruder, der Wolf ist auf dem Weg hierher, was sollen wir tun? Das älteste Schweinchen antwortete sehr selbstsicher. Macht euch keine Sorgen, der Wolf kann hier nicht reinkommen. Kurze Zeit später kam der hungrige Wolf am dritten Haus aus Steinen und Zement an. Und er rief, während er an die Tür klopfte. Mach die Tür auf und lass mich rein. Sonst puste ich dein Haus weg. Versuch's doch, du blöder Wolf. Du kommst hier nicht rein. Der Wolf ärgerte sich sehr. Er holte tief Luft und pustete so fest er konnte. Doch nichts passierte. Er konnte das Steinhaus nicht zum Einstürzen bringen. Er gab sich die größte Mühe, aber nicht ein Stein bewegte sich. Schließlich gab der Wolf erschöpft auf und fand einen anderen Weg ins Haus. Er sah den Schornstein oben auf dem Dach und er begann an der Hauswand hochzuklettern. Als das kleine Schweinchen dies bemerkte, ging er schnell zum Kamin und zündete das Feuer an. Dann stellte er einen großen Kessel mit Wasser auf das Feuer. Der Wolf kletterte am Schornstein hoch und sprang hinein. Und er landete direkt im kochenden Wasser. Ah, Hilfe! Ich verbrühe! Zu Hilfe! Ah, Hilfe! Endlich waren die 3 kleinen Schweinchen vom Wolf befreit. Sie fielen sich glücklich in die Arme. Am nächsten Tag gingen die 3 kleinen Schweinchen ihre Mutter besuchen. Sie erzählten ihr alles, was passiert war. Das jüngste Schweinchen rief seiner Mutter zu. Du hattest recht, Mama. Was auch immer wir in dieser Welt tun, wir müssen unser Bestes geben. Wenn man wirklich für etwas arbeitet, ist man auch erfolgreich. Von diesem Tag an waren die 2 jüngsten Schweinchen niemals mehr faul.
Sie arbeiteten schwer wie ihr großer Bruder und sie lebten ein glückliches und sicheres Leben.